Okay. Digga, mach doch nicht so laut hier. Das wird eklig, ich sag's dir. Nein, ist geil. Okay, lass knacken. Hörst dich an, als würdest du Harley Davidson fahren, aber es ist eine MC-07. Ich saß schon auf dem Motorrad, Digga, da warst du noch nicht mal in Planung. Ach echt? Ja, kein Scheiß. Bist du nicht jünger als ich? Nee. Also, vielleicht. Kann ja halt nicht jeder so ein alter Sack sein wie du. Wie alt bist du? 22. Ja, ich bin 23, Digga. Wow, oha, der richtig Erfahrene. Zählt das eigentlich schon als Lärmbelästigung? Da sieht man einfach den gekonnten Wheelie des 23-Jährigen, der erstmal auf ganz entspannt zur Gegenfahrbahn rüberzieht. Ja, Digga, war ja nichts los. War ja alles easy. Digga, willst du mal was Cooles sehen? Ja, zeig mal was Cooles. Oh, ich hab da was gesehen. Ja, ich hab da gerade was gesehen. Ja, Digga, aber das ist eklig. So kann ich nicht fahren, Alter. Und was sagt der TÜV so dazu? Ich weiß nicht, ob er das so cool findet. Ja. Ah, der allerechte Stuntrider einfach. Nee, Mann, alles andere, aber nicht das. Ich möchte anmerken, ich filme deine kriminellen Handlungen. Und ich habe dein Kennzeichen, mein Freund, ne? Ich bin schneller wie du bei der Polizei. Anzeige ist raus. Das Geile an meinem Bike ist, ich merke es jetzt erst, wenn ich ohne Lederkombi fahre, dass ich einfach Sitzheizung habe. Ja. Ja, also no joke, es ist richtig angenehm warm. Da könnte ich auch im Winter so fahren. Ja, aber das ist bei dir, glaube ich, auch eher das Alcantara oder dieses Fake Alcantara, was da drauf ist. Ja, ich glaube auch. Du weißt, was es geschlagen hat, was für eine Stunde. Da sehe ich doch schon wieder so eine Gerade. Digga, die zieht immer so nach rechts. Ja, dann pack mal deine Arschbacke weiter nach links. Was hältst du davon? Jay, ich möchte anmerken, dass du nicht nur am Arsch der Welt wohnst, sondern auch die Straßenverhältnisse in deiner Gegend unter aller Würde sind. Absolute Katastrophe, gell? Ja, das ist wirklich schlimm. Was ist das denn mit den Gulli oder was läuft da? Ja, keine Ahnung, Alter. Aber hier Rosenheimer können generell keine Straßen bauen. Ist einfach so. Nee. Nee, da sehe ich dich. Digga, da sehe ich mich absolut nicht. Doch, da sehe ich dich. So, komm, jetzt will ich aber den Helmschleifer sehen, du. Ey, das hört sich so abnormal an, ne? Also wirklich abnormal. Ja, Digga, das ist schon eklig laut. Aber hey, Thema, was ich anschneiden wollte. Was sagst du zum mehr oder weniger neuen Design der MT07 mit dem Schild, schwarze Hebel und schwarze Fußrastenanlage? Ja, was soll ich dazu sagen? Also, wenn du mein Bike siehst, ich stehe auf schwarz. Ja, der war schön. Der war schön, ja, tatsächlich. Schau, jetzt hast du genau das gemacht, was ich dir gesagt habe. Deine Fettarschbacke ein bisschen weiter nach links verlagert. Habe ich nicht. Die Straße war einfach nur abfällig. Der will ein Rennen, ich sehe es schon. Der? Safe will der ein Rennen. Ja, guck mal, wie der in die Mitte fährt. Einer links, einer rechts. Der hat sogar eine Anhängerkupplung, ne? Das ist schon mehr, als wir haben. Digga, for real? Er hat einfach eine Anhängerkupplung, Digga. Scheiße. Wusstest du, dass bei Quads, wenn du eine Anhängerkupplung dran hast, ne? Dann hast du eine landwirtschaftliche Zulassung irgendwie als Ackermaschine oder irgendwie sowas. Was? Da sparst du dir einen Haufen Kosten. Wusste ich no gar way. Nicht. Aber ein Kollege von mir aus der Arbeit, der hat sich jetzt so eine Exit gekauft. Weißt schon, also Bike auf vier Rädern. Der hat eine Anhängerkupplung. Und Eintragung als Ackerfahrzeug. Nein. Weiß ich nicht. Vielleicht wäre ja das was für dich. Nee, Mann. Digga, auf dem Quad, ohne Scheiß, Quad-Thema fühle ich gar nicht, außer es ist, Digga, ich habe auf Insta letztens immer den gleichen Beitrag von vielen Leuten, von vielen verschiedenen Leuten geschickt bekommen. Hast du das gesehen mit diesem R1M-Quad, wo sie aus der R1M den Motor in den Quad reingebaut haben? Ja, das ist halt einfach dann krank. Das ist wirklich einfach nur eklig. Und die Marke Exceed, kannte ich davor auch nicht, die machen das eben. Das ist eine Firma, die baut praktisch die Bikes, zum Beispiel die 1290er Super Duke, klatschen die einfach auf ihre. Und das ist halt dann schon irgendwo fahrlässig pervers. Ja. Ne, weiß schon. Ja. So mit Sperrdiff und so, dass du da auch schön driften kannst. Ja, 1290er Super Duke, Digga, Anhängerkupplung hinten dran, kleinen Anhänger wie den da, ganz entspannt. Ja, hätte ich schon Bock auf sowas, aber ansonsten Quad-Thema fühle ich gar nicht. Ja, ich weiß nicht, war ich auch noch nie so drin, muss ich zugeben. Also, ich weiß ich nicht, kann ich irgendwie auch nichts damit anfangen. Digga, aber oh, for real jetzt, dein Bike, Digga, das ist so sexy einfach. Du hast mir nur auf den Arsch geguckt. Ja, Mann. Straight. Für die, die es noch nicht wissen, Freunde, das ist die R6, über die ich 2 Testvideos gemacht habe. Also, falls ihr dieses Bike in Action sehen wollt, so richtig in Action und nicht so wie er fährt. Ich habe mir die Eier angehauen.
Was machst du auch, Digga? Was sollte das? Ja. Ich muss zugeben, ich bin es noch nicht gewohnt, weil ich fahre eigentlich sonst nie ohne Lederkombi. Also nie. Egal, wo ich hinfahre, ich habe immer eine Lederkombi an. Dementsprechend ist für mich auch irgendwie ungewohnt, jetzt hier mit kurzer Hose und im Pulli und so zu fahren. Ja, ja. Ist schon angenehm teilweise, muss ich zugeben. Es ist also echt, auf meinem Kanal ist es echt unglaubwürdig, wenn jemand sagt, er fährt nur in Lederkombi, aber bei dir stimmt es tatsächlich. Ja, das auf jeden Fall. Aber längere Strecken würde ich nie ohne Lederkombi fahren. Dafür ist mir einfach das Risiko zu groß. Ja. Weil du bist einfach dermaßen am Arsch dann. Ja. Da wirst du halt echt nicht mehr glücklich, wenn dich die Hose reinbrennt oder so. Nee. Ja, ja, klar. Brauche ich nicht unbedingt. Ja, hast schon recht. Hast auf jeden Fall recht. Ich muss schon sagen, so in engen Gassen wie hier grenzt es schon irgendwie an Lärmbelästigung, aber ist geil. Gefällt mir. Kann man sich geben. Also ich find's auch eigentlich ganz geil. Ich hätte auch nichts dagegen so, ne? Aber TÜV und Polizei sagt nein. Richtig. Ist irgendwie ein bisschen madig. Ich würde gerne in den USA leben, Digga. Da sehe ich mich. Ja, ich dachte's mir auch öfter. Also USA wirklich teilweise richtig guter Scheiß. Bei McDonald's 2 Liter Cola, beste Leben, große Menüs. Das ist genau, was ich brauche eigentlich. Ja, Digga, du lebst auch bei Mackie. Und halt so lästige TÜV-Sachen halt nicht. Ja, in manchen Bundesstaaten tatsächlich schon. Aber es gibt, ich weiß auf jeden Fall, nee, weiß ich nicht, aber ich glaube, es war Mississippi oder Missouri, irgendwie so, wo du keinen TÜV und sowas hast. Texas ist auch so eine Sache, ich glaube in Texas auch nicht. Prinzipiell in Kalifornien tatsächlich hast du aber TÜV. Da hast du auch eine Lautstärkebegrenzung, also da darfst du in der Innenstadt nicht mit Fahrzeugen fahren, die mehr als 95 dB eingetragen haben. Ja, ich habe 96 eingetragen, aber ich fahre immer erster Gang innerorts. Da juckt es aber trotzdem keinen. Wirklich, da, die fahren ja da alle mit Straightpipe und whatever, es juckt da einfach keinen. Ich meine, wenn die Bullen dich mal wirklich bumsen wollen, dann tun sie es. Aber in der Regel hast du auch da eigentlich keine Probleme, wenn es um sowas geht. Was mich wirklich wundert, vielleicht habe ich auch einfach nur Glück mit sowas, aber ich hatte mit Polizei noch nie ein Thema beim Fahren. Ah, ich immer, Digga, immer. Ich fahre halt doch, wenn ich allein fahre oder so, des Öfteren mal so 110 km/h statt 100. Ja, hat sich echt noch nie irgendwas gefehlt. Also, was mich ehrlich wundert, aber ich finde es geil so. Also, da kann ich nicht meckern. Ja, richtig. Nee, ich habe da immer, wenn es um Polizei geht, habe ich immer Pech. Also for real, egal so oft, wie ich schon aufgehalten wurde, egal ob mit Auto oder Motorrad, immer, immer irgendwelche Probleme. Und ich habe dann auch nie irgendwie nette Bullen oder so. Ich habe immer die Arschlöcher. Und ich bin aber kein Arschloch, Digga. Du bist aber halt auch eine wandelnde Lärmbelästigung. Das muss man halt einfach so sagen. Ja, ich sag dir ehrlich, so krass wie bei der MT-07 war es aber auch noch nie. Gut, ich bin auch, meine 125er war auch straight, aber anderes Thema. Ich weiß noch ganz früher, ne, Mofa-Zeit. Ich weiß nicht, hattest du einen Mofa? Nee, Mofa hatte ich nicht. Ich habe erst mit 125er angefangen. Ich hatte eine Hercules Prima 4 und irgendwann bergab, so bei knappen, knackigen 30, fiel mir der Auspuff ab. Und zwar nicht nur der Auspuff, sondern auch der Krümmer und alles. Oh, scheiße. Und zu dem Zeitpunkt war ich aber zu faul, das wieder dran zu bauen. Und ich bin einfach, glaube ich, knapp 2 Wochen so rumgefahren und er hat einfach nur aus dem Kopf geblasen. Dementsprechend, bis meine Nachbarn halt dann gesagt haben, ja, weil ich halt auch immer spät nach Hause gekommen bin, dass sie mich dann einfach richtig hops nehmen. Aber das Ding war laut. Langsam und laut. Genau das, was du bist. Ha, Digga, halt's Maul! Was soll das denn? Ich dachte, du hörst das nicht. Natürlich höre ich das. Nur kurz für euch, so sieht die MT aktuell aus. Ich habe vorne das schwarze Schild jetzt dran gebaut. Hier, weil mir ungefähr 50.000 Leute auf Insta geschrieben haben, ob das zugelassen ist oder nicht. Kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Ich bin der Meinung, dass es zugelassen ist. Es hat zwar keine Nummer, aber dass man dafür halt keine Zulassung braucht. Denn es ist keine Scheibe und man muss ja nur durch Scheiben durchgucken können. Aber wo soll ich da durchgucken? Also, for real jetzt, soll ich durch ein Tacho gucken oder was? Ja, genau wie bei mir eigentlich. Ja, gut, aber bei dir ist... Ja, Digga, sei einfach leise. Er frontet mich schon wieder. Nee, nächstes Thema. Hier die Hebel, die habe ich schwarz lackiert, selber lackiert. Alles habe ich nicht neu gekauft. Und hier die Fußrastenanlage habe ich auch selber schwarz lackiert. Die war ja davor auch silber. Jetzt schaut das ganze Ding ein bisschen stimmiger aus. Jetzt ist da nicht irgendwie Silber oder sowas noch mit drin, außer am Auspuff. Und dieses eine Teil unten an der Fußrastenanlage. Aber da ist halt die Motorhalterung. Und jeder, der das R1 Reveal-Video gesehen hat, weiß, Motorhalterung, davon lasse ich in Zukunft die Finger. Dementsprechend habe ich das nicht angefangen, das Thema. Ja, Sozio-Sitzabdeckung ist schon bestellt, die kommt noch. Und dann, ja, wird sie erstmal so bleiben. Aber jetzt sieht es auf jeden Fall deutlich stimmiger aus als vorher, finde ich. Vor allem das Schild macht halt einiges aus. Hast du noch irgendwas zu sagen, Bro? Mach mal eine Nahaufnahme von der Fußraste, dann sieht man, dass du die selber lackiert hast. Ja, sei leise, Digga. Sei leise. Ich meine ja nur. Es ist eine MT-07, okay? Es ist meine MT-07. Billo-Tuning vom Feinsten. Muss so sein, okay. Sonst wäre es nicht meine MT. Ja, ich wollte es ja nur mal angemerkt haben, so. Wenn, dann musst du auch schon alles sagen. Ja, stimmt. Nee, es ist halt echt scheiße lackiert, also wenn wir da mal ehrlich sind. Es ist halt wirklich, vor allem, wir haben uns gar keine Mühe gegeben, hier, das ist der Schalter. Ich fahre die Bremse zum Beispiel immer auf der 4. So, dementsprechend haben wir auch so lackiert, dass das Ding immer auf der 4 ist.
So, weil unter der 4 ist nämlich Silber immer noch. Schau, jetzt sprichst du auch die negativen Dinge an. Ja, und hier platzt es halt schon wieder ab, aber nein, das ist halt echt kein Act. Also, wenn es zu schlimm wird, lackiere ich einfach nochmal drüber. 8 Euro Lack vom Baumarkt, dann war das kein Thema. So, stört mich auch nicht, wenn ich es nochmal machen muss. Was ist das? Das ist die Halterung vom Cage, aber die habe ich halt nicht pulvern lassen. Aber Digga, auf dem Video sieht es immer gut aus und auf Fotos auch, weil auf Fotos siehst du die Details nicht. Die war rot, ne? Die war rot. Ja, ich sehe es. Ja, richtig. Ja, okay. Geht nur darum, dass die auf Fotos gut aussieht. Alles andere, Digga, Photoshop regelt. Gar kein Stress. Gar kein Stress. Okay, okay. Ja, Freunde, schön, dass wir es erst am Ende machen, aber das ist der gute DB Rides R6. Wer ihn noch nicht kennt, war öfter mal bei mir auf Insta vertreten und ja, wie gesagt, auch schon Testvideos mit dem schicken Bike hier gemacht. Es wird wahrscheinlich in Zukunft ein bisschen was mit uns kommen auch, genauso wie mit Mr. Mo, wenn sein Bike endlich mal fertig ist, aber das ist wieder eine ganz andere Story. Dann würde ich sagen, mit diesen Worten beenden wir das heutige Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, folgt auch ihm auf Instagram. Link zu unser beider Insta ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, Freunde, wir sind raus.